Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy IV. Wir befinden uns hier immer noch auf dem Berg der Tortur und machen uns natürlich wieder fleißig ans Werk, dieses Gebiet zu erkunden. Und das natürlich nicht ohne Kämpfe zwischendrin. Ganz viele Kämpfe natürlich. Gegen Zombies und schwebende Gesichter. Ich weiß nicht, sollen das Haare sein bei denen? Also bei den Gesichtern, was da so gelb am Hinterkopf flattert? Oder soll das sowas wie eine Aura sein? So eine Feueraura vielleicht. Auf jeden Fall sind das ganz schöne Sterngucker. Irgendwie sieht das so aus, als wenn die nach oben immer zugucken, ne? Moment mal, was geschieht hier eigentlich gerade? Irgendwie verrecken mir ein paar Leute. Königsfeder, Talon, Eismagie, Vitra. Bleib bitte. Kann ja nicht sein hier, was gerade passiert. Was ist denn hier los? So, weiter. Irgendwie finde ich die beiden Porum und Palom ein bisschen schwach auf der Brust. Ne? Also es ist echt ein. Ist echt schon ein bisschen so ein Krampf, mit denen zu kämpfen hier, ja? Ich finde das echt ein bisschen schade. Treffen tun sie natürlich auch nicht. Gut, die eine ist jetzt vergiftet, dafür kann sie jetzt nichts. Och ja, jetzt pennt erstmal Cecil eine Runde. Na, ganz lecker. Kann ihn mal bitte einer aufwecken wieder? Schon ein Krampf, ne? Ja. Ist mehr. Du stirb doch mal. Der Zombie möchte eindeutig nicht sterben. Na jetzt aber. Der Zombie möchte eindeutig nicht sterben. Klingt auch ein bisschen doof. Ne? Ich meine, es ist ein Untoter. Der ist schon mal gestorben. Ist egal, wir hauen sie alle kaputt. Hoffe ich zumindest. Zumindest mit Cecil. Das ist echt ein Kampf teilweise hier. Und ich meine, ich möchte die MP immer noch nicht verbrauchen. Ich muss mal aber nachgucken. Vielleicht tue ich das doch. So, Palom, Stufenanstieg, sehr schön. Vielleicht tue ich das doch. Ich werde mal gucken, wie viele Ether wir noch haben. Ein Turbo-Ether und 5 Ether. Na toll. Das ist ja nicht viel. So, wir werden die beiden erstmal vom Gift befreien. Was sagt er? Kein Medica? Was bist du für ein Weißmagier? Mal ernsthaft. So, gefällt mir das schon viel besser. Und dann machen wir nochmal Vita auf alle. Und dann sind wir wieder auf voll geheilt. Das ist echt ein Krampf, ne? Das war jetzt nur ein Kampf und ich... Alter, wir sind bei 3,5 Minuten. Der Aufnahme, meine ich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt machen wir das so rum, oder wie? Nee. Moment mal. So, bis denn... Wenn der nächste schon dran ist, mache ich einen Wechsel. Das geht ja gar nicht hier. So. Besser. So, und ich muss eindeutig mal an den Fertigkeiten hier rumschrauben. Ich muss Weißmagie und Schwarzmagie mal in die zweite Zeile mir holen. Weil ihr seht, hier kommt erstmal Zauberduo, dann kommt Bluff und dann irgendwann kommt Schwarzmagie. Oder Weißmagie, je nachdem. So, und wenn ich jetzt mal ganz schnell einen Vitra zaubern möchte, muss ich ja erstmal gucken, wo steht Weißmagie. Nee, das kann ich so nicht lassen. Das werde ich mir gleich mal ändern. Das ist auf jeden Fall deren Zaubersprüche auf jeden Fall in die zweite Ebene kommt. Und Item würde ich als vorletztes schmeißen. Wir brauchen nämlich nur zweimal nach oben drücken. Einmal nach oben ist dann gleich der Wechsel, falls wir wieder von hinten angegriffen werden. Genauso mache ich das. So, Fertigkeiten. Palom. Und ich kann hier... Genau. Nicht, ich kann hier einzelne. Nee, möchte ich gar nicht.
Ich möchte erstmal so Angriff bleibt dort. Zauberduo weg. Bluff weg. Batzmagie, genau. Erstmal weg. So, alles weg. Items kann ich nicht weglegen, das ist okay. So, hier möchte ich jetzt die Schwarzmagie. Zack. Hier möchte ich doppelter Intellekt. Wann verwende ich das denn? Gar nicht. Und zwei verbundmächtige Zauberwirken. Ja. So, und dann kommt der Bluff hier rein. So, hier. Das bleibt so. So, und bei dir sieht das nämlich genauso aus. Den Scheiß brauche ich nicht. Beziehungsweise den Scheiß kann ich nicht so lassen, meine ich. Brauche ich nicht. Um Gottes Willen, ich brauche das unbedingt. Zauberduo im Zweifelpunkt, ja klar, kennen wir. Aber Abwehr des Feindes halbieren. Das ist auch so, ja. Wie gesagt, für die hauptsächlichen Kämpfe werde ich das nicht verwenden. Sondern eher für Bosskämpfe. Und da steuere ich das sowieso alles selber. Von Anfang an. Und greife nicht dann ein, wenn es kritisch wird, ne? Ist das unser Alter? Teller? Jo. Cecil? Ich muss mal kurz abhusten. So, Entschuldigung. Auch du strebst also nach Meteo. Meteo? Ihr wisst von Meteo? Dann seid ihr... Ihr seid dieser alte, weiße Teller. Hallo? Wo bleibt deine Mann... sagt auch Parum. Palom, Palim. Meine Fresse, die haben Namen. So, Palom, wo bleiben deine Manieren? Das heißt Meisterteller. Es ist uns wirklich eine Ehre, euch zu treffen, Meisterteller. Wir sind auf Geheiß des Ältesten von Mysidia hier. Ja, wir überwachen... Bong. Wir begleiten Lord Cecil auf den Berg der Tortur. Mein Name ist Porum. Ich bin Palom. Ihr seid also der weise Teller. Euer Name ist auch in Mysidia ein Begriff. Ich hätte nie gedacht, euch an einen Ort wie diesem zu treffen. Kinder aus Mysidia? Wo sind Edward und Lydia? Unser Schiff wurde von Leviathan attackiert, als wir gerade nach Baron übersetzten. Die See hat sie eingefordert. Das glaubst auch nur du. Sie sind beide von uns gegangen? Ich muss es befürchten, und Rosa ist Golbes in die Hände gefallen. So, ich musste noch mal einmal kurz abhusten. Entschuldigt bitte, ich habe jetzt nicht gemutet. Das muss seine Freundin sein. Sei still. Wart ihr nicht hinter Golbes her? Um ihn zu besiegen, bedarf es mehr als der Magie, über die ich gegenwärtig verfüge. Ich bin auf der Suche nach dem legendären Zauberspruch Meteo, der einst versiegelt wurde. Und von diesem Berg spüre ich eine starke Präsenz ausgehen. Ich bin überzeugt davon, hier Meteo zu finden. Dieser Spruch ist gefährlich, wenn sich ein Mann eures Alters daran versucht. Achtung, gleich noch einer auf die Ommel. Ich kenne meine Grenzen und die wahre Macht von Meteo. Aber mein Leben ist ein geringer Preis, den ich gerne bereit bin zu zahlen, wenn damit allem ein Ende gesetzt wird. Ich werde Golbes besiegen. Ha! Erwachsene, immer müssen sie so dickköpfig sein. Ein Kind wie du sollte lieber ganz still sein. Cecil, was suchst du auf diesem Berg? Ich möchte ein Paladin werden. Mit einem Dunkelschwert vermag ich Golbes nicht niederzustrecken. Und ich habe kein Verlangen mehr nach so einem abscheulichen Gegenstand. Ich bin froh, wenn ich es loswerde. Wer ist Golbes? Du weißt wirklich gar nichts, oder? Das ist der Schurke, der die Macht in Baron an sich gerissen hat. Ja, die Wurzel alles Übels. Allen Übels. Ein Paladin, sagst du? Dann ist es, wie ich vermutet habe. Dieser Berg beherbergt das eine oder andere Geheimnis. Wollen wir gemeinsam weitergehen? Warte du nur, Golbes. Völlig zusammenhangslos gerade gewesen, diese zwei Sätze. Ja. So, dann haben wir das auch erledigt. Und auch die 100% bekommen wir. No, 3 High Potions.
Ja, perfekt. Dann werden wir mal weitermachen. So, da sind wir an der Kreuzung. So heißt es hier zumindest. Und hier haben wir einen Kampf. Ach, jetzt steht ja der ganz vorne, ne? Naja, komm. Wir machen erstmal ein bisschen. Teller muss ich gleich mal nach hinten setzen. Und dann werden wir mal schauen, wie wir hier zurechtkommen. Also ich habe jetzt drei Leute, die nicht angreifen können. Also wirklich gar nicht angreifen können. Ich meine, ich könnte Palom. Palom ist doch unser Schwarzmagier mit den meisten Erfahrungspunkten, sag ich schon. Den Mana-Punkten. Den könnten wir doch automatisch dann den Zauberspruch Feuer geben im Automodus, ne? Weil Zombies sind doch garantiert gegen Feuer allergisch. Aber wenn wir das mal probieren. Ich guck gleich mal, was der Zauberspruch Feuer für MP verbraucht. Also wie viel. Magie, Palom, 5. Alles klar. Das ist ein bisschen viel, finde ich. Aber was soll's? Ich werde erstmal nochmal die Gruppenformation ändern. Teller kommt nach hinten. Sehr schön. Dann wird er von dort aus nämlich angreifen. Sie zaubert uns nochmal einmal wieder auf die Nase. Was konnte unser Teller eigentlich nochmal? Er konnte doch Weißmagie und Schwarzmagie. Und der kann sogar Medica. Ja, sehr cool. So, und er kann ebenfalls Feuer. Halt. Was mache ich hier? Bin völlig verwirrt. So. Ich wollte nämlich nochmal gucken, ob es hier noch einen Angriffszauber gibt, der weniger verbraucht. Ziele vergiften, ja, mit 2 MP. Toll. Nö, ich glaube, ich mache das. Fertigkeiten, Palom, Autokampfbefehl, Schwarzmagie, Feuer. Das hätte ich gern da drinne. Sehr gut. Und dann kann es eigentlich auch losgehen hier. Ich mich geheilt oder habe ich mich nicht geheilt? Doch, habe ich. So, die müssen endlich mal ein paar Level aufsteigen. Das ist echt grausig mit den beiden. Also ich meine mit Palom und Porom. Teller geht ja noch mit seinen Level 20. Aber trotzdem, der kann auch nicht angreifen. So, Feuerkasse, der bekommt der Ohrfeige. Toll. Boah, 100 hat das abgezogen. Sehr schön, anfällig stand dort. Das heißt, das wirkt sehr gut. Konter Ohrfeige. Oh, jetzt sind sie gleich alle gelähmt oder wie? Wäre dann das Spiel vorbei? Ich hoffe nicht. Wie ist jetzt unser Status? Ah, toll. Die kann ja kein Medica, ne? Nee, Echokraut brauche ich jetzt. Haben wir... Wir haben kein Echokraut. Ich glaube, ich gehe... Boah, ich gehe zugrunde. Rosch, Versteinerung, Wicht, Schwein, Vergiftung, Blind, Flicker, Bitte, Notausgang. Ist das euer Ernst? Jetzt bin ich stumm. Komplett. Weil ich einfach kein... Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Weil ich kein Echokraut habe? Hatte ich mich nicht eingedeckt? War ich so blöd vorher? Oder hatte ich einfach nur kein Geld? Wie soll denn das jetzt gehen? Nett? So, Feuerroute. Ja, toll. Mir nichts anderes? Ach du Scheiße. Mal ernsthaft. Hallo? Sortieren. Bringt gar nichts. Hat sich gar nichts sortiert.
Na super, jetzt komme ich in Schwitzen hier. Na gut. Hoffen wir mal, dass das gut ausgeht. Ich meine, dass Cecil der stumm ist, okay, dass er keine Zauber sprechen kann, ist mir völlig Hupe, aber Teller oder die anderen beiden, das ist nicht gesund. Jetzt hauen die auch noch daneben, sind die zu blöd? Und der heilt die, Alter, nein! Das habe ich ja gar nicht kommen sehen. So, ist hier irgendwas? Ein Echokraut wäre super. Warum habe ich bisher noch keine Echokräuter? Und Echokrauts sagen. Hört sich auch bescheuert an, ne? Mehrzahl von Echokraut, Echokrauts. Naja, solange diese komische Schlange, Schlangenfrau, Schlangenlady dann nicht wieder auftaucht, ist alles noch okay, aber ui, sollte sie nochmal auftauchen, wird's kritisch. Der hat einen Angriff von Cecil und einmal Feuer überlebt, dieser Zombie hier vorne. Und noch einen Angriff von Cecil. Ey, ist kein Wunder. Und dann mit solch einer schwachen Gruppe hier zu kämpfen, ist echt... Boah. Ich meine, ich könnte mich jetzt leveln gehen, aber nee, bisher komme ich ja noch voran. Naja, solange es geht, ist alles okay. Ja, super. 18, geil. Endlich 18. 26, auch schön. Ach komm, nee, jetzt bist du vergiftet, ne? Siehst du, ich kann nicht mal Medica zaubern. Das ist so erbärmlich. Das ist doch erbärmlich. So, ich hoffe, dass ich jetzt Echokräuter bekomme, wenn ich das hier, wenn ich diese Karte hier aufgedeckt habe. Und eins würde mir erstmal reichen, aber zur Sicherheit wären drei toll oder fünf. Aber trotzdem. Oh, jetzt sind die anderen beiden dort verschlingen Feuer, ne? Na gut, solange die drei Zombies da noch am Leben sind, soll mir das recht sein, ne? Die greifen wir da ja noch eh nicht an. Ach, jetzt hab ich... Ich wollte heilen. Mit Palom, Porom. Ohne Fresse, ich kann die nicht auseinanderhalten. So, Vitra... Hallo, da unten alle. So. Das machen wir. Und dann werden wir angreifen. Er kann nichts anderes als jetzt angreifen. Er ist so nutzlos gerade. Er ist echt das menschliche Schild. Mehr ist er nicht. Einer, der so ein bisschen die Aggro der Gegner auf sich ziehen kann, aber naja, mit was? Mit Stärke? Mit seinen Schlägen? Mit hoher Angriffszahl? Garantiert nicht. Oh, jetzt machen die auch noch Hayabubu. Legt euch hin während des Schlafens. Quatsch. Ja, legt euch hin während des Schlafens. Ich meine, gut, es gibt Leute, die können im Stehen schlafen. Aber ich wollte sagen, leg dich hin während des Kampfes. Ich bin ja doch heute nur am Meckern. Wann bin ich mürrisch? Das geht gar nicht. Lass uns diese Gegner besiegen und uns daran erfreuen. Jawohl. Na, du wirst doch wohl nicht schlafen. Das ist nicht schön. Leg dich nicht hin. Leg dich ja nicht mit mir an. Angriff. Alle Mann. Ach, geht doch. Und jetzt wollte ich nochmal heilen. Das, selbst die normalen Kämpfe sind hier echt ein Gebrechen. Habe ich nicht gerade geguckt, wer vergiftet? Ach, Teller. Ja, den übersehe ich immer da unten. Ist sowieso Operation Menschliches Schild. Er ist so nutzlos gerade. So, da unten hole ich mir nochmal die Truhe. Ether, okay. Hätte ja ein Echokraut sein können. Wäre ja super. Na, Echokraut bitte. Ether. Ich kann mich gleich mit Ether zuschmeißen.
Ich meine, ist ja toll. Also freue ich mich drüber, aber... Uiuiui. Naja, jetzt sind wir auf dem Gipfel. Und wenn wir auf dem Gipfel sind, dann ist auch das Ende nicht weit. Aber das Ende werden wir in der nächsten Folge sehen. Also, liebe Leute, bis dann und ciao.